Schönen guten Hallo, heute stelle ich euch meine 10 Lieblingszitate in WoW vor. Nummer 10, Timmy der Grausame. Fangen wir gleich mal mit dem einzigen an, dessen Text nicht wirklich gesagt wird, sondern eigentlich nur im Text zu lesen ist und auch in dieser Sprechblase. Aber er schreit es. Es handelt sich um einen Boss, der in Stratholm zu finden ist und wenn man ihn tötet, sagt er seine letzten Worte. Timmy! Oder so. Nummer 9, XT-002 Dekonstruktor. Der bisher einzige Boss, der es geschafft hat, bei mir und bei meinem Raid ein Lachflash auszulösen. Der Raid war seit Jahren nicht mehr aktuell und wir haben die Erfolge mal gemacht. Dabei ist uns zum ersten Mal seine Stimme richtig aufgefallen. Bei dem Boss ist mein Lieblingszitat... so soll man es wohl nicht klicken. Eure Knochen mal ich zu Staub. Ich mach euch platt! Nummer 8, Hanska und Franzok. Im Prinzip ist alles, was die beiden Bosse zu sagen haben, wert auf diese Liste zu kommen. Mit ihrem Akzent geben sie einem eine gute Laune, bevor man von Stanzer zerquetscht wird. Stanz, du! Spuck in die Hände und reparier den Stanzer! Diese Fuhre wird wohl ein paar Unreinheiten haben. Wir stören und Party! Nummer 7, Ug Ug. Die Hosen sind ja an sich schon ein klasse Volk, aber Ug Ug treibt es auf die Spitze. Mit seinem Vorhaben, das größte Fest der Welt zu feiern, das Ugtoberfest, steht er als Boss in der Brauerei Sturmbräu und sagt unter anderem: Mach mir den Ug! Wir sind die orkische Horde, die wahre Horde. Nummer 6, Garrosh Hellschrei, die Hauptattraktion aus Pandaria und bekennender Liebhaber der wahren Horde. Von diesem Kerl gibt es einen Satz, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil er so überzeugt betont wird. Ich erkenne es. Ich kann die Zukunft dieser Welt sehen. Einer Welt, die von der Horde regiert wird. Meine Horde. Ich glaube, die Brauerei brennt. Ja, das kommt vor. Nummer 5, Onkel Gao. Wir sitzen zwar schon wieder in der Brauerei Sturmbräu, aber die Instanz ist auch meine unschlagbare Lieblingsinstanz. Am Ende der Instanz ist ein NPC namens Onkel Gao gerade dabei, das perfekte Bräu zu brauen. Onkel Gao wird jetzt nicht unbedingt jedem was sagen, aber dennoch haut er einen Spruch raus, den ich immer noch lustig finde. Ja, 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 nein, 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 ja, nein, Paprika. Das wird euch leid tun! Nummer 4, Milhouse Manasturm. Milhouse kennt schon sehr viele von euch und ebenso viele wissen, was er so für Sprüche drauf hat. Er kommt in vielen Instanzen vor und ist auch außerhalb oft zu sehen. Aber mein Augenmerk, beziehungsweise Ohrenmerk, liegt im steinernen Kern. Dort sagt er manchmal Folgendes. Das Gefängnis hat mich eines gelehrt. Nun, außer dass ich meine Seife anständig festhalte, nämlich Überleben! Der Meister ist wieder da und alles muss ordentlich sein. Nummer 3, Trilliax. In Trilliax sehe ich mich selbst wieder. Dieser Charakter, diese Ausstrahlung, wir sind einfach seelenverwandt. Auf jeden Fall ist er in der Nachtfestung zu finden und mein Lieblingssatz von ihm ist: Alles ist voll mit Dreck. Ach, ich mag ihn ja. Alles ist auf das hier hinausgelaufen. Nummer 2, Keltas Sonnenwanderer aus der Terrasse der Magister. Jeder, der den schnellen weißen Falkenschreiter farmt, wird diesen Boss und seine ewig langen Dialoge sehr gut kennen. Den meisten gehen seine Sprüche wahrscheinlich auf die Nerven, aber ich höre sie immer wieder gerne an. Vor allem, wenn er stirbt. Mein Hinscheiden bewirkt gar nichts. Der Meister wird euch vernichten. Ihr werdet in eurem eigenen Blut ertrinken. Die Welt soll brennen! Zwei Schleime, ein Raum. Und die Nummer 1 meiner Lieblingszitate in WoW kommt vom Professor Seuchenmord. Dieser Boss ist in der Eiskron-Zitadelle zu finden und um zu ihm zu kommen, muss man erstmal seine Schöpfung aus dem Weg räumen. Und während man dabei ist, hat er folgenden Spruch drauf. Eine ganz normale Gaswolke. Aber Vorsicht, das ist keine ganz normale Gaswolke. So, das war's mit dem Video. Vielleicht habt ihr noch ein paar Zitate, die euch gerade so einfallen. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, zeigt es eurer Gilde und wenn nicht, dann nicht. Ciao, rein. Was? Wieder? Oh.
Was machen die da mit unserem Bierlementar? Hey, ihr da! Das sind unsere fliegenden Biermonster!